So, was mag jetzt? Ich weiß nicht, wir machen da jetzt Tafel Schokolade und dann was passiert? Und dann was passiert? Ja, klar! Seems legit. Ja, was in drei Teufels Namen? Das ist Gruselschloss oder wie es heißt? Große Villa, gut. Hey, nicht schlecht. Close enough. Close enough. Das sieht aber auch wirklich. Passt auch voll ins Thema. Ja. Schokolade. Na klar. Sieht. Was? Der Scheiß passt nirgendwo hin in dem ganzen Spiel. Doch, natürlich. Hier Pflaster. Kennt man doch Schokopflaster. Ah, ja, Schokopflaster. Was? Oh, Light Bubble. Das ist ja, also das erinnert mich irgendwie an so ein Spiel. Bin mir nicht sicher, wie es heißt. Relativ unbekannt. Da gibt es auch so eine Blöcke sind das da. Die leuchten auch. Und da muss man auch so durch die Dunkelheit laufen. Aber ich komme jetzt auch nicht auf den Namen von... Oh. Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel du eventuell meinen könntest. Ich bin so unwissend. Komm hier hoch. Toll, dann kommt der wieder. Ich dachte, das hätte jetzt wenigstens irgendwas gebracht, dass ich den Scheiß zerstört habe. Ja, wenn wir den kaputt machen, dann ist der selbst. Also wenn wir den so einwickeln, dann ist der auch so ein Leitbau. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Das kommt ja auch immer wieder. Nur die Leitbulb, die hat halt irgendwann keine Wirkung mehr. Die geht, glaube ich, immer weiter zurück. Die Wirkung davon. Jo, der Radius wird immer kleiner. Meine Radius werden immer kleiner. So. Achso, okay. Oh yeah. Und wir haben einen Scherzartikel. Dieses Spielzeug ist etwas unberechenbar und ein bisschen gruselig. Aber nur ein bisschen. Ja. Man will ja nicht jemanden erschrecken und gleichzeitig zu Tode gruseln. Ich meine, Gruselfusel. Das ist der Gruselfusel. Der Gruselfusel. Du meinst Sekt? Ja, genau. Genau den meine ich. Ich bin aber aus keiner Sekte. Und aus einer Weine. Aber alles ist die Sekte. Wow! Wow, what? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Welche Sekte meinst du denn jetzt? Ich bin lieber aus einer Weine. Nee, eigentlich mehr aus einer Wodkanne. Wodkanne? Ich bin aus einer Wodkanne. Die Wodkanne? Die kann, was keiner kann. What? Genau. Oh Gott. What? Oh, komm her! Ich habe hier Umflug gebaut. Du hast verkackt. Ja, so kann man es auch nennen. Ich frag mich, wer mir gerade eine Nachricht geschrieben hat. Oh nein, oben, wir haben verkackt, da war noch was. Haben wir nicht. So, was ist da noch? Flieg hoch. Hier, warte. Oh, du hast recht. Wow. Hier geht's aber. Und das hätten wir alles verpasst, wenn du nicht aufgepasst hättest. So haben wir jetzt einen Kürbis bekommen. Yeah. Ein Kürbis als Teil der Wohnungseinrichtung. Etwas kurios, aber schön. Total. Total kurios. Wow. You're so punny. Ich habe nie einen Layton-Teil gespielt, nicht? Nee, ich habe keinen. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Kann sein. Ich habe auch mal gefragt, ob du einen gespielt hast. Trotzdem habe ich dir das schon mal gesagt. Das kann durchaus sein. Es ist so. Okay. Du hörst mir nie zu. Nee. Was? Ah, zu spät, verdammt. Das hätte ich natürlich direkt nicht nach. Du hörst mir nie zu. Habe ich gesagt. Ach so. Oh, da stand ja mein kleiner Freund. Flieg nicht zu weit, mein kleiner Freund. Fall nicht ins Klo. Nein! Fall nicht ins Klo, mein kleiner Freund. Krieg Weibel. War schon. Ja. Na, das ist jetzt eine Herz, ne? Ja, genau. Sind wir jetzt Truthähne? Du kannst gerade wie einer. Ich bin wieder der Typ oben. Mein Gott, das hätte wieder schief gehen können. Ja, du bist der oben. Vorsicht! Oh. Vorsicht! Oh, oh, oh.
Oh, was war das? Zitteraal. Der ist auf den Zug. Zitteraal mit Wayne. Kommen wir von mit hier? Kalken. Nee. Ja, hier ist irgendwas. Jo, bin dabei. Bin dabei, zu dir zu kommen. Und bam! Gedöns! Wahrscheinlich, du hast ja gesagt, da guckt auf jeden Fall einer mal mit, aber der fragt sich wahrscheinlich, was haben die mit Macaulay Culkin? Das weiß niemand. Ja, nicht mal wir. Also ich jedenfalls nicht. Der war halt jetzt nicht da. Ja. What? Jesus! Naja, er ist Satan. Jesus, Satan. Professor Satan. Professor Satan. Nein! Satan! Fleisch ist Satans Werk. Danke, Satan. Jetzt könnt ihr nicht mehr Wasser. Oh, Wasser. Ist da noch was gewesen? Ja, da war noch was. Gingst du noch weiter? Ja. Nach nein, da war dann Ende der Schicht im Schicht. Im spring hoch, ich fange dich. Warum könnt ihr denn bitte doch ins Wasser? Das ist eine unfaire Geschichte. Wow, Feuer unter Wasser. Wow, was kommt als nächstes? Wasser unter Feuer. Wer weiß. Spinnennetz. Geh mal da rechts, da ging es auch noch hoch. Da geht's. Oder da ist doch noch was. Da ist nicht. Da ist rein gar nichts. Hm. Sehr seltsam. Ja. Maretto. Very suspicious. Karaoke-Geister. Karaoke-Geister. Wo muss man ja aufpassen? Das ist ein Problem. Ich wusste doch, dass hier links noch was ist. Das war viel zu suspicious. Auffällig. Und zwar die Gruselvilla-CD. Yeah. Diese Musik spielt in der Gruselvilla. Diese aus Kirby bekannte Musik spielt in einem Level in einem Kirby-Spiel. Unglaublich. Was kommt als nächstes? Bäume. Bäume? Ah ne, gibt's ja schon seit dem ersten Spiel. Vermutlich. Unten ist doch. Seit dem ersten Kirby-Spiel, meine ich. Seit zum allerersten Videospiel aller Zeiten gab es Bäume. Pong? Man sieht Pong, ja. Aber ich glaube, das war nicht das erste Videospiel aller Zeiten. Es wird immer behauptet, aber es ist nicht so. Das erste Videospiel ist irgendwie sowas, das ist sehr ähnlich einem Radar gewesen, irgendwie. Das sah auch genauso aus, so einem Funkradar mit. Ja, die hatten es doch damals irgendwie so ein Radar eingebaut. Ja. Das war Basketball, jedenfalls gab es auch Basketball darauf. Genau, irgendwie sowas war das. Das gab es schon vor Pong. Vor Porn. Ja, das gab's schon vor Porn. So, dann tu dein Bestes. Ja, das ist der Vor-Porn, den guckt man von ihm eigentlich. Jawoll! Porntastisch. Du wurdest echt geporn für das. Peace. Was? Porn. Du wurdest geporn für Porn das. Porn to be alive. Warte, wir haben das in der Mitte nicht, oder? Den Kürbis doch. Ach doch, ja, stimmt. Das war der Kürbis. Yes, die nächste Welt abgeschlossen. Yeah.